ab, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist immer noch Dirt Masters Wochenende, aber wir hatten eigentlich ja mal wieder keine Lust auf so viel Trubel und so weiter. Und deswegen haben wir uns entschieden, heute Trails zu fahren. Und ich bin ja so der Meinung, es muss gar nicht immer ein Bikepark sein, um irgendwie einen geilen Tag zu haben. Und darüber sprechen wir heute so ein bisschen. Aber ich mache mich jetzt erstmal ready und dann geht's auf ein paar Abfahrten auf dem Trail. So Leute, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Es ist extrem windig leider und ich habe immer noch kein Deadcat hier für die Cam besorgt. Ja, warum ich der Meinung bin, dass man nicht immer zwingend im Bikepark muss. Eigentlich ganz einfach. Guckt mal, wir sind hier in der Natur komplett alleine und haben einfach einen super, super entspannten Abend. Man ist an keine Zeiten gebunden, außer an die Sonne. Und man hat trotzdem eine mega gute Zeit. Ich habe so das Gefühl, man wartet die ganze Wintersaison irgendwie darauf, dass die Bikeparks endlich öffnen. Und dann will man einfach nur noch im Park ballern, die ganze Zeit mit Lift und so weiter. Aber ich habe jetzt am Wochenende gemerkt, dass mir dieser ganze Stress und Trubel einfach ein bisschen viel geworden ist. Und dann auch noch dieser Termin in Winterberg, was heißt Termin, dieser... Ja, diese Nummer in Winterberg, wo einfach die Leute so gar keine Rücksicht mehr genommen haben. Die Michi hat einfach einen Lenker gegen den Kopf bekommen von irgendwem oder ein Rad, ich weiß es nicht mehr genau, hab's nicht mitbekommen. Und dass sich da halt dann noch nicht mal entschuldigt wirkt. Und all so Sachen finde ich, ja, das passiert hier im Wald nicht. Und hier, ich pflege zum Beispiel auch immer so einen mega guten Umgang mit den Leuten. Ich grüße die Leute immer freundlich. Das würde ich auch allen Leuten da draußen empfehlen. Das habe ich so vom Thomas gelernt. Einfach alle Leute richtig krass freundlich grüßen. Denn die haben eh schon ein schlechtes Bild von uns Mountainbikern. Und ich finde so, da müssen wir irgendwie dran arbeiten. Und es hilft einfach extrem, wenn man dann positiv mit den Leuten ist, manchmal mit den Leuten redet. Wenn ihr Leute seht mit einem Hund, bremst ab. Denn vielleicht hätte der Hund sonst Angst irgendwie vor den Fahrrädern und so weiter und so fort. Also Sachen. Und ja, ich bin mega happy. Das heißt nicht, dass ich nie wieder im Park fahren will. Ich freue mich auch wieder auf den Park. Aber ich werde versuchen, das nur noch unter der Woche zu machen und nicht mehr am Wochenende. Denn das war schon eine harte Nummer. Naja, wir werden jetzt auf jeden Fall noch den Sonnenuntergang hier genießen. Wir haben hier einen Trail gefunden, wo die Sonne gleich untergehen wird. Hier ist der Trail und dort geht gleich die Sonne unter. Ich laufe nur hier im Schatten rum, weil da der Wind so ist und ihr ja sonst mich gar nicht hören könntet. Aber ja, wir chillen jetzt hier noch ein bisschen, machen gleich noch hier ein paar Abfahrten und dann ist der Tag auch fast schon beendet. Aber jetzt erstmal noch Sonnenuntergang genießen, Leute. Wir nehmen euch mit. Warum hat er denn?
Genau solche Abende sind für mich genauso schön wie ein Bikeparkbesuch, wenn nicht sogar noch viel, viel schöner. Ich genieße es total, in der Natur zu sein, wirklich den Kopf frei zu bekommen und halt einfach gar keinen Stress zu haben. Denn in Bikeparks ist es nun mal so, dass wirklich immer ein bisschen Trubel ist und man ist eher selten für sich komplett alleine und muss dann an Liftschlangen anstehen, aufpassen, dass einem keiner reinfährt, auf andere Rücksicht nehmen und so weiter und so fort. Und hier abends im Wald war einfach keine Menschenseele. Wir waren für uns komplett alleine und genau das liebe ich. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.